Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die GT3 in unserer vierten Staffel, in der fünften Folge mittlerweile. Mit der Version 0.9.9 und heute am 12.07. in der Vorproduktion. Ich lasse die Kamera wieder verschwinden, zack, der Bombe. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass wir den Rüdiger kaputt gemacht haben. Aber das wird bestimmt demnächst noch gefixt, wenn nicht erst zum nächsten Update. Aber ich hoffe doch mal stark, dass ein Hotfix rauskommt. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwie den Spielverlauf stört. Außer, dass der Erbe jetzt erstmal erwachsen werden muss wahrscheinlich. Ich hoffe, er ist dann wieder benutzbar, vollständig benutzbar. Und wir verfolgen gerade so ein bisschen die Juliane bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, während wir darauf warten, dass ausreichend Geld in unsere Kasse kommt, damit wir den Patrizierstatus freischalten können. Der wiederum ermöglicht uns ja dann noch einen weiteren Betrieb. Das wäre in dem Fall dann die Mühle. Und er ermöglicht uns dann auch die... Na, wie heißt es? Die mittleren Ämter. Jetzt muss ich aber nochmal reingucken kurz. Wann war da nochmal die Vetternwirtschaft? Oder hatten wir die jetzt schon? Ne, ich glaube, die kam erst mit dem Adel, oder? Ja, hier Edelmann. So, nicht Adel. Adel ist ja noch später. Ach, das finde ich aber schön, wenn sie mich loben. Entschuldigung. Wer hat mich denn gelobt? Mannhauser. Okay. Oh. Wir watschen wieder schön durch die Stadt. Bisschen näher könntest du gar so, ne? So, jetzt kommt wieder eine Unterhaltung. Als Öffentlichkeitsarbeit und guckt euch mal das hier an. Das haben wir mal richtig Beliebtheit, ne? Oder ist es andersrum zu verstehen, dass Jobst Knolle sich jetzt bei uns beliebt macht, weil er mit uns redet? Okay, das ist jetzt erstmal gerade der gleiche Dialog von ihr. Mal gucken, was er sagt. Euch und eure lächerliche Familie unterstützen? Nein, danke. Da würde ich lieber eine Aussätzige küssen. Wollt ihr eine der unten einen bestimmten Gegenstand bei sich, dass er so viel Ansehen gewinnt? Nee, das lag wirklich an der Aktion, ne? Ja. Oha. Das hat mich jetzt tatsächlich Einflusspunkte gekostet. Habe ich das richtig gesehen? Das ist jetzt nicht schön. Aber jetzt hier noch ein Wettrennen, wa? Ein Wettrennen mit Jobst. Ha! Verlierer! Obwohl, ich könnte jetzt immer noch von einem Gaukler aufgehalten werden. Oder Räuber. Da kommt Ulla Knolle. Also vorbeigehen, klatsch. Das war für das Kommentar deines Mannes. Ratsinformantin. Ah, jetzt mache ich mich in der Stadt beliebt. Was, sie ist NPC? Okay. Wird jetzt hier was anderes gesagt, weil es keine Dynastie ist? Nee. Was ist hier los? Aufstieg für Katharina. Sehr schön. Katharina, du bist ja auch nicht die Hellste. Machen wir dich mal klüger. Das hört sich wunderbar an. Klatscht so gleich in die Hände. Wunderbar. Gut. Wir machen weiter. Wir wählen wieder Juliane aus, damit wir auch sehen, auf welchem Durchlauf sie gerade ist. Aber ich glaube, das wird so nicht mehr angezeigt, ne? Da haben wir wieder jemanden aus der anderen Dynastie. Wer ist es? Orlina Gürtelmacher. Oh, von der Gürtelmacher hat man noch gar keine Meldung, ne? Bleib doch mal stehen! Ich will doch nur mit dir reden! Ich tue dir doch nichts! Noch nicht. Was? Wer hat das gesagt? Boah, das Geld wächst aber langsam heute, habe ich das Gefühl. Brauchen 11.400. Plus Mühle. Aber ich glaube, die Mühle war nicht teuer. Außer wir kaufen sie uns. Also statt sie selbst zu bauen. Ne? Aber wir haben ja gesehen, es gibt irgendwie keine Backwaren hier in Wien. Keiner kümmert sich um Getreide, Mehl und Brot. Können wir uns A, eine richtig schöne goldene Nase dran verdienen. Und, oh, da müssen wir mal gucken. Können wir vielleicht sogar ein Monopol machen? Oh. Dass wir die Preise bestimmen können. Das wäre es natürlich, ne? Aber gucken müssen wir grundsätzlich erstmal, dass wir es zu laufen kriegen. Und jetzt überlege ich gerade, ob es dann wirklich Sinn macht, eine bereits stehende Mühle zu kaufen oder eine bereits stehende Bäckerei zu kaufen.
Wenn sich doch sowieso keiner drum kümmert. Boah, jetzt verfolgst du die nicht wirklich quer über die ganze Karte, oder? Alter Schwede. Die ist doch viel schneller als du. Das müsste vielleicht irgendwie noch geändert werden. Dass da vielleicht irgendwie mal... Ja, nach einer Weile so eine Abfrage kommt, ob die nicht vielleicht einfach zu schnell läuft. Und dass sich dann in dem Fall hier Juliane ein neues Ziel sucht für die Aktion. Ja. Ziel ist beschäftigt. Hast du auch gemerkt, ja? Okay. Oh, was war das? Okay. Ja gut. Ist dann halt so. Aber ich finde es auch sehr schön, dass es mit Texten gelöst wurde, also mit Textfeldern. Und nicht einfach so ein wildes Durcheinandergebrabbel hier drin. Das hätte auf Dauer gesehen A. genervt und B. bestimmt wieder irgendwelche Bugs verursacht. Irgendwelche Soundbugs vielleicht. So, was kommt jetzt? Bestimmt erstmal wieder dieselbe Ansprache. Genau. Unterstützt uns und unsere Familie für eine strahlende Zukunft von der Stadt. So. Sag einfach ja. Oder sie müsste jetzt fragen, wenn es denn genügend Käsetoast gibt, dann bestimmt. Aber nee, sie ist absolut dagegen. Das ist schade. Es kostet mich tatsächlich Einflusspunkte. So ein Fehlschlag. Bringt mir aber wenigstens Erfahrungspunkte immerhin etwas. So, jetzt ist wieder Feierabend. Ist ein bisschen schlecht. Wir haben nicht viel Geld verdient in dieser Jahreszeit, habe ich das Gefühl. Wie sieht es denn hier aus? Kühe werden noch fleißig produziert. Oh, Preise sind auch gestiegen. Ja, sogar, obwohl wir immer noch 5% Nachlass geben, richtet er den Preis ja automatisch so ein. Wir hatten angefangen mit 137, ne? Nachdem ich das von 144 um 5% gekürzt hatte. Könnt ihr ja mal gucken, wenn wir schon mal dabei sind. Wir müssen jetzt eh ein bisschen warten hier. Nee. Das ist der Brunnen. Ich wollte den Markt. Nee, das ist auch Brunnen. Sag mal, bin ich doof? Hier. Marktplatz. Komm mal hier zu. Bedürfnisse. Nahrung und Getränke. Also direkt in der Stadt ist es enorm hoch. Genauso wie der Tand. Kleidung. Rohstoffe. Heißt das jetzt eigentlich, dass hier, das sind jetzt hier die nicht erfüllten Bedürfnisse? Oder wie ist das? Weil dann wäre das ja utopisch. 153.000. 305. Hinten dran. Das ist natürlich heftig, also. Das sollen wir mal beobachten, wenn wir dann vielleicht irgendwann so richtig reinschlagen hier mit Nahrungsproduktion und so. Das könnte echt witzig werden. Lass mich raten, du hast jetzt wirklich aus der einen, also du standest am anderen Ende der Karte und hast dir jetzt ein Ziel gesucht, was nochmal am entgegengesetzten Ende der Karte steht. Ja. Okay. Der Zollmeister Lothar Rodlinger. Das ist ganz gut, wenn du mal die Amtsträger ein bisschen bezürzt. Und sie dazu aufforderst, um zu helfen. Vielleicht machen die das dann wirklich und stimmen auch für uns. Ah, strahlende Zukunft. Wir kennen das Dialogfeld. Mal gucken, was der Lothar sagt. Hoffentlich mehr als Bock, 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 Bock. Oh. Frühling 1408. Gucken, ob wir den Dialog noch mitbekommen oder ob es schon vorbei ist. Ne, wir bekommen es noch mit. Das hört sich wunderbar an. Okay. Was ist hier passiert? Haben wir irgendwo Beweis gesammelt? Oh, ja, Tatsache, hier. Jemanden angreifen. Ja, muss ja nicht sein, ne? Dass ihr das macht, was ich mache. So, da es gerade Nacht ist, würde ich jetzt sagen, ich scroll mal zurück, ja. Machen wir mal ein bisschen schneller hier.
Stufenaufstieg für Katharina nochmal. Sehr schön. Dann kriegen wir sie nochmal ein bisschen klüger. So, jetzt ist sie wenigstens wieder auf dem Standardwert. Sag mal, Juliane, jetzt läufst du doch nicht wirklich nochmal quer über die ganze Karte, oder? Für die nächste Aktion. Eieieiei. Na gut, das kann sie natürlich gerne machen. Da müssten wir ihr aber vorher mal andere Klamotten geben. Und zwar solche Klamotten, wo sie schon im Vorbeilaufen Ansehen gewinnt. Da gibt's ja so ein paar. Das war erfolgreich, sehr schön. Ja, wir verdienen auch Geld, obwohl eigentlich Feierabend ist. Das verwundert mich gerade ein bisschen. Aber gut, die Fuhrknechte, die fahren ja auch manchmal die ganze Nacht durch, ne? Ja, mal wieder anders hinsetzen hier. So, das war wieder ein Fehlschlag. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Ich meine, stelle sich das Szenario vor, man hat hier später irgendwann 20 Familienmitglieder, die allesamt Öffentlichkeitsarbeit machen. Dann hast du hier in einer Tour die Meldung. Ich mache das wenig Sinn, wenn man das miteinander koppelt. Dass sie ein Gespräch führt, das ist klar, aber dann braucht man hier vielleicht nicht dieses Hinweis-Icon dazu. So, wir haben das Geld. Ich mache noch ein kleines bisschen Puffer. Machen wir so 12,5, dann haben wir 1000 als Puffer. Und dann schalten wir uns endlich den nächsten Rang frei. Dann sammeln wir noch mal ein kleines bisschen Geld und dann bauen wir uns die Mühle. Ich lasse das erstmal dann alles automatisiert, bis wir den Bäcker haben und die Scheune haben. Lagerraum. Nicht Scheune, Lagerhalle, Lagerraum. Ihr wisst, was ich meine. So, 12,5 haben wir. Glückwunsch, euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Sehr schön. Dann gucken wir gleich mal in die Amtsbewerbungen. Haben wir gerade nicht zur Verfügung. Vetternwirtschaft dürfen wir ja auch noch nicht. Haben wir mittlerweile auch gelernt. Na gut. Wir dürfen jetzt aber ein weiteres Gebäude bauen. Das finde ich sehr schön. Oh, Hermann ist auch soweit. Sehr schön. Hermann, du wirst dich bei den Nachbarn entschuldigen gehen. So, dann haben wir von allen mal etwas. Naja, außer Rattenjagen, weil Rüdiger ist ja kaputt gegangen. Gucken, ist er jetzt wieder ganz? Moment, Ranzoom. Ah! Nee. Nimmt keinen Bewegungsbefehl. Das ist ärgerlich. Na gut. Ich wollte zu Hufe. Schabob. Hufe. Da ist sie. So, und in der Nähe der Hufe eine Mühle errichten. Was würde mich die hier kosten? 2900. Neubau war deutlich günstiger, das weiß ich noch. Aber die hat dann noch keine Angestellten und so, ne? Wo ist sie denn? Mühle? Ja. 950. Ach komm, ich baue die selbst. Gemeines Mutterkorn. Wo ist der Weg? Hier ist der Weg. So. Dann lässt mich von der Mühle rüber ins Lagerhaus. Nicht Lagerraum, Lagerhaus wollte ich sagen. Deutlich kürzer. Und wir hätten hier sogar ein Lagerhaus. Was ich mir gerade nicht leisten kann. Ach nee, andersrum. Ich habe nicht ausreichend Slots frei dafür. Aber gut, ist doch mal so. Was? Oh, wartet mal. Mit F kann man sich... Ah! Mit der Taste F kann man sich auf die aktuell selektierten Gebäude oder Charaktere rüber switchen lassen. Ach, schön. Wusste ich noch gar nicht. Man lernt immer wieder was dazu, ne? Mit F wie Friedrich, wer es wissen möchte. So. Mal noch schnell hier den machen. Obwohl. Mal in der Zeit die Zeit ein bisschen verlangsamen. Die Spielzeit. Die Geschwindigkeit. So. Ach, Wortfindungsstörung hier heute schon wieder. Aber hier habe ich doch schon. Ach doch nicht, okay. Bestätigen. So. Schließen. Schließen. Gehen rüber zur Mühle. Zack. 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 Na? Und zack. Automatisch. Hier wird natürlich gleich den Brei machen und die Kleie machen. Ich meine, gut, die Kleie für 252 für ein Bauerngericht ist schon ordentlich. Ach, das erinnert mich noch an die Staffel 2 war das, glaube ich, mit den goldenen Brötchen. Da hast du 1000 Taler für ein paar Brötchen bekommen.
Ach, war das schön. Ja. Das waren noch Zeiten, als die Marktwirtschaft hier noch nicht so funktioniert hat. Ist jetzt anders. Was müsst ihr denn da alles herstellen? Für ihr müsst erstmal Wasser kaufen gehen, dann müsst ihr Kleie herstellen. Die wiederum macht ihr ja aus den Sachen, die wir selbst produzieren. Rufen Aufstieg bei Familienmitglied. Katharina, sag mal, du bist ja richtig schnell im Leveln hier. Das gefällt mir. Geben wir dir jetzt noch eine Klugheit auf 4. Wo soll's hingehen? Ja, Suna hat gerade nichts zu tun. Das ist aber verständlich. Könnten wir gucken. Für 6,5 könnten wir uns jetzt auch Landwirtschaft 3 freischalten. Da könnten wir den Bauernhof, also die Hufe zum Bauernhof aufwerten. Könnten da mehr Arbeiter einstellen auf Getreideproduktion. Oh, jetzt fällt mir aber gerade ein. Jetzt haben wir aber ein großes Problem, ne? Mit der Mühle. Wir kriegen ja kein Getreide eingekauft. Ich muss das jetzt schon so machen, dass die das dahin bringen. Dann habe ich ja gar nicht gedacht. Alles klar. Dann gehst du Wasser holen. Du machst Gerste. Du machst Weizen. Dann müssen wir bei den Lagerregeln noch sagen. Mindestbestand machen wir mal 20. Nee, machen wir nicht. Hier machen wir gar keinen Bestand. Wir sagen aber auch, dass er es nicht verkaufen soll. Genauso wie die Gerste. Ja, beim Wasser sagen wir erstmal 60. Ah, da müsste ich eigentlich auch einen Maximalbestand eintippen, ne? Ach, obwohl. Bei meinem Glück wird nie noch Wasser da sein. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Okay, das hier ist immer noch drin, obwohl das hier nichts zu suchen hat. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Braucht man die Kleie hier für was anderes? Ach nee, Entschuldigung. Alles gut, das hat ja mit der Pferdezucht zu tun. Alles gut. Die brauchen ja Kleie als Nahrung sozusagen. Ah, da war ich jetzt auf dem Holzpfad. Entschuldigung. So, Kühe sind noch im Verkauf, das ist okay. Die sind ja dann noch irgendwann verkauft. Werde ich aber der Windmühle eine Route zuweisen müssen. Gucken wir hier nochmal die Lagerregeln rein. Hier möchte ich mindestens 20 drinne haben. Wasser darf es auch gerne 60 sein. Gerste ebenso 20. Oh, Leinsäcke. Haben wir die auf dem Markt? Oh ja, gut. Fast zu Höchstpreisen. Autsch. Aber gut. Wir könnten hier schon mal einen weiteren Arbeiter mit einstellen. Ja, ne? Ja, mach mal. Oh, 2 sogar? Stimmt. Hier gibt es ja keine Ausbaustufen bei dem Gebäude. Da machen wir aber gleich noch einen Schutz vor Krankheiten dazu. So. Und dann werden wir alles wahrscheinlich noch mal einen weiteren Arbeiter in der Hufe, beziehungsweise später ist es ja ein Bauernhof, wenn es soweit ist, dass wir einen weiteren Arbeiter bekommen. Den werden wir dann wahrscheinlich noch mal auf Wasser schicken müssen. Sonst kommt hier nicht ausreichend Wasser an. Ja. So. Momentan haben wir ausreichend Wasser. Das ist schon mal ein Fortschritt. So, dir müssen wir jetzt mal was anderes sagen. Dir müssen wir jetzt sagen, dass du von unserem Betrieb in Niederenfelde aus rüberläufst. Entschuldigung. Rüberläufst zu unserer Mühle, gemahlenes Mutterkorn. Du lädst hier ein Gerste, Getreide und Wasser. Lädst das hier wieder aus. Gerste, Getreide und Wasser. Natürlich brauchen wir noch eine Mengenangabe. Haben wir jetzt hier minus 20, bestätigen. Ja, auch minus 20, bestätigen. Ja, auch minus 20, bestätigen. Was dann wiederum zu viel da sein wird, bringt ja dann die Fuhrknechtin, die Fuhrmagd, aus der Mühle, hoffentlich immer schön zum Markt. Sagen wir hier aber auch, dass es die Getreideroute sein soll. So. Enter für bestätigen, speichern und dann sagen wir hier nochmal bestätigen, nachdem ich das selektiert habe. Getreideroute, bestätigen und sie fährt los. Ja, wir haben zu wenig Wasser hier, ich habe es geahnt. Muss ich aber mal eine Sache noch nachgucken. Bei den Erweiterungen. Kann man hier noch einen weiteren Fuhrknecht hinzuholen, ja oder nein?
Könnte man. Bei der Mühle auch? Ja, nein, ich weiß es echt nicht mehr. Es ist eine ganze Weile her, dass ich gespielt habe. Nee. Okay. Dann müsste man das vielleicht auch anders umregeln. So, wir haben aber schon mal Wasser hier. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das hat dann jetzt gerade die Suna gekauft. Lagerregeln. Wasser. Nicht beschaffen. Kannst du dich deaktivieren? Das ist jetzt dezent blöd. Okay. Wir notieren. Mühle. Lagerregeln. Wasser beschaffen, nicht deaktivierbar. So. Seid ein bisschen live dabei, wie ich hier für die Entwickler Notizen mache, dass er halt gezielt die Sachen beheben können. Nicht deaktivierbar. Ja, aber auch immer unnötig lange Wörter, ne? So. Die erste Kleie wurde produziert. Yippie, hey, jetzt brauchen wir bloß noch eine weitere Kleie und dann können wir den Körnerbrei herstellen, der wiederum kräftig Geld bringt. Was? Wie? Wo? Hä? Ach, bist hier oben. Ach, die Bohne nicht unterbrochen. Die hat noch nicht mal angefangen gehabt, Mensch. Herrschaftszeiten. Ja, also das hier oben, ich glaube, das notiere ich mit. Das ist dann auf Dauer doch ein bisschen nervig. Bei der Öffentlichkeitsarbeit. Das habe ich, glaube ich, noch nicht notiert. Öffentlichkeitsarbeit. Oben immer Icon Gespräch. So. Zack. Da. Gut, haben wir das auch. Geld wächst immer noch nicht. Verdammerich. Ich brauche doch Geld. Ich werde doch endlich die Hufe ausbauen zum Bauernhof, verdammerich. Ah. Könnten dann sogar schon Honigkuchen und Sahnetorte freischalten, aber ich glaube, wir werden uns hier mehr auf das Brot konzentrieren. Oder auf die Brötchen. Je nachdem. Müssen wir einfach mal gucken dann. Lass mal schneller laufen, ne? So, wie sieht's hier aus? Da ist wieder Wasser vorhanden. Getreide wird ordentlich hergestellt. Weizen auch. Achso, Gerste und Weizen. So. Ja, Gerste geht natürlich auch immer sehr, sehr fix, weil man immer gleich zwei Ladungen auf einmal herstellt. Aus einmal Wasser? Nee, aus zweimal Wasser. Hier wiederum hat man aus einmal Wasser einmal Weizen. Pro Durchlauf. So. Alle haben wieder Feierabend. Wir haben zwar gerade die 6,5 wieder überschritten, aber das ist mir dann immer zu wenig Puffer, wenn ich das jetzt einfach wieder ausgebe. Mach mal weg. Aber cool, selbst, dass ich ja jetzt ist ja hier wirklich Feierabend und deswegen kommt hier keine Außenanimation. Nice. Selbst auf solche Details wird geachtet, ja, liebe Leute. So, Sommer 1409 und wir haben Körnerbrei verkauft, direkt vor Ort. Das heißt, ich werde hier gleich, nicht sofort, aber gleich, die Dinge umstellen müssen. Da los. Stufenaufstieg bei Hermann. Hermann ist auch nicht der hellste im Kopf. So, jetzt ist er etwas heller. Hermann der Helle. So, die Route werde ich nochmal anpassen müssen. Das ist viel zu viel Wasser, was da gebracht wird. Zack, zack. Du, Brigitte. Achso, nee, warte mal. Ja? Schau mal, einer guckt, die bringt das Wasser nicht einfach so rüber. Das hier mit zusammen?
Mach mal hier eine Mindestmenge von 20 und eine Maximalmenge von 60. Euer Ansehen ist gewachsen. Beobachten wir das gleich mal, sobald die Arbeit hier wieder anfängt. Es kann nämlich sein, dass ich das noch gar nicht geschnallt habe, dass jetzt mittlerweile die Lagerregeln auch durch die Routen verbunden zusammenhängen. Dass wenn ich hier beim Wasser sage, Maximalmenge von 60, dass sie dann kein Wasser rüberbringt in der Zeit, weil wir haben ja 57, ne? Es kann aber auch gekauftes Wasser gewesen sein. Haben wir noch zwei Arbeiter mehr. Bin schon zack, dran zack. Erledigt. Habe ich nur vergessen vorhin. Dann wird das nämlich schneller verbraucht hier. So, die Hufe. Zack, zack. Gleich mal gucken, was die Aufwertung kosten wird. Wir beobachten auch erstmal noch die Brigitte. Oh, jetzt geht aber kräftig Wasser weg. Sie nimmt tatsächlich ein bisschen was mit. Die Achsen sind gefettet. Das ist ja schön. Sie hält sich tatsächlich... Ey, wie toll ist das denn? Das sind jetzt mal abgestimmte Routen. Die ballert uns jetzt hier nicht einfach voll mit Wasser. Weil ich ihr gesagt habe, Maximum 20 an Wasser soll sie mitnehmen und dann 20 abladen. Sondern die hält sich gleichzeitig an die Lagerregeln der Mühle. Das ist wunderschön. Das ist ein Träumchen. Da, Brigitte hat zu viel Wasser beigehabt, nimmt 5 Wasser einfach wieder mit. Denn Maximalmenge ist 60. Oh, wie herrlich. Ich kriege zwar gerade wieder einen Backflash, wenn ich daran denke, in der zweiten Staffel, wie wir erstmal zugeschwemmt wurden mit Wasser. Bei den ersten Versuchen, eine manuelle Route einzurichten. Aber herrlich. Oh, ist das toll. Das gefällt mir richtig. Ja, schön. Okay, jetzt haben wir wieder Geld verdient. Lass mal das Gebäude aufwerten hier. Nee, halt, nicht das hier. Die Hufe. So. Zack. Aufwerten kostet uns nochmal 1350. Das ist ja wirklich human. Wenn das nämlich aufgewertet ist, dann würde ich nämlich... Oh, jetzt rennt die hier mit 30 Wasser los. Na? Mal gucken, ob sie alles los wird oder nicht. Nee. Es ist jetzt aber sehr ungünstig, dass du so viel dabei hast. Hier fehlt es uns wieder. Hat gerade jemand gebracht. Jetzt hat hier 40 Wasser eingeladen. Das ist jetzt aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja. Mäuschen? So nicht. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Das ist schön. Und wir machen mal kurz langsamer. Doch, wir beobachten mal noch. Aber nicht, dass die sich jetzt hier insgesamt 80 Wasser auflädt und das einfach nicht wegbringt. Das wäre natürlich blöd. Das soll so nicht sein. Dann würde ich bei ihr die Menge anpassen. Vielleicht macht sie jetzt auch maximal 40. Eben einfach nur, weil sie den Slot noch zur Verfügung hat, den Trageslot. Ist aber eigentlich unnötig, finde ich. So, automatisiert. Den automatisieren wir auch mal noch, den Wunibald. Ja, dann nimmt es doch zu viel Wasser weg, ne? Dann kriegen wir dann wieder weniger Getreide ran. Ne, das machen wir anders. Das sagen wir ihr jetzt in der Route selbst. Die soll maximal 5 mitnehmen. Ja, auch nicht so viel. Mal 2. Bestätigung 2. Jetzt sagt er mir hier natürlich gleich wieder, dass die Mengen nicht aufeinander passen. Wir haben einen Unterschied von minus 18. Das ist kein Thema. Ich habe mich bloß verklickt. Moment. Auf die Menge müssen wir klicken. Da haben wir jetzt auch, dass sie 2 ausladen soll. Speichern. Bestätigen. Benötigt mehr freie Inventarslots, als euer Fuhrknecht derzeit besitzt. Das ist okay. Denn wir schicken ihn kurz nach Hause. Und alles abladen. Dann sagen wir ihr... Los geht das. Da hat sie bloß noch 2, 12, 20. Wo kommt denn das Schaf her? Okay, war ich auch selber schuld, ne?
Und gar keine Schafe. Mach mal den hier. So, jetzt holen wir aber noch ein Furklächtchen zu hier. Zack. 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 Dann werde ich noch mal einen Timer sagen, dass er mal ruhig sein soll. Und dann soll die Nicola die Überschüsse verkaufen gehen. Wir haben hier maximal, stellen wir jetzt mal 61 Gerste. Sagen aber auch minimal 20. Kaufen darfst es. Machst du mal 5% Rabatt. So. Wir schaffen nicht. Die mindestens 20 sind dafür da, dass halt die andere Fuhrknechtin, dass sie überhaupt was hat, um es rüberzufahren. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch. Nicht, dass Nicola einfach alles verscherben geht. Oh. Man klickt. So. Gut. Was ist denn da passiert? Wurde ich bestochen? Ja, schön. Das gefällt mir. Wir haben 10.000 gekriegt. Herrlich. Ist doch ein wunderbares Ende für die jetzige Folge. Wunderbar. Also wir sehen, die manuellen Routen funktionieren jetzt noch viel, viel besser als vorher. Oh, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte die dritte Staffel deutlich anders gestaltet. Aber schön, es freut mich. Die Lagerregeln greifen auf Fremdfuhrknechte sozusagen. Also auf die Fuhrknechte eines anderen Betriebes. Herrlich. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch sehr gerne morgen wieder rein. Ciao.